Also so manchmal bin ich ja echt stolz auf mich. Warum? Ich habe von meinem alten PC die ganzen Daten rübergezogen auf diesen neuen PC. Ganz recht, wir haben einen neuen PC. Das heißt weniger Lags, schnellere Spiele, bessere Spiele, schönere Spiele. Ja, ich hatte ja schon bei Facebook geschrieben, dass wir jetzt auch die Möglichkeit hätten, vier weitere Spiele zu spielen, die ich anfangen würde. Eins davon wird ganz sicher schon gemacht, das wird ein Let's Play Together, nämlich Portal 2. Die anderen drei Stück, das wären zweimal Assassin's Creed, einmal 3 und Black Flag. Und das andere wäre L.A. Noire. Ihr könnt ja bei Facebook gucken, was euch da gefällt. Ich habe dann auch die Links für die Beschreibung dazu gepackt von Spieletipps, weil ich finde, die machen das einfach am einfachsten. Das wird gleich alles, beziehungsweise später, wenn ich hier fertig bin, unter dem Video, in der Videobeschreibung sein. Ich habe den PC getauft namens Christoph. Der PC heißt Christoph. Und ich habe auch schon ein bisschen angetestet, um zu gucken, ob das so wirklich funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das tut es auch relativ. Jetzt hatte ich nur am Anfang das Problem, ich musste mir Fraps nochmal runterladen und habe das dann völlig falsch verstanden, dass ich nicht die gekaufte geholt habe, sondern die für frei und die ja, nimmt auf für 30 Sekunden und das war es dann auch. Und ich bin schon ein wenig sauer geworden, warum ich gesagt habe, warum willst du nicht Fraps? Warum machst du nicht das, was ich will? Aber hat sich ja jetzt erledigt. Ich habe jetzt die richtige runtergeladen und jetzt haben wir auch kein Problem mehr damit, denke ich mal. Also es lädt ja relativ schön auf. Und ihr seht ja, wie flüssig das läuft. Ja, machen wir mal ein bisschen flotter hier. Ah, ich bin froh, dass wir den Horatio wieder haben. Und der Horatio braucht Freunde. Aber ganz dringend. Gut, dass es jetzt kurz vor 8 ist, wenn er aufsteht. Beziehungsweise es wird 8 Uhr sein, wenn er aufsteht. Komm, werd wach. Super. So. Ach, läuft das schön flüssig. Ein bisschen laggen tut es natürlich auch durch das Aufnahmeprogramm und auch, weil wir ja natürlich auf einer ziemlich großen Map sind. Also, die ist ja schon riesig, diese neue Version. Warum ist das denn verdammt so dunkel? Naja, egal. Du kannst mal erstmal, was machst du jetzt? Reden mit der exquisite Bistro. Was zum Teufel? Warum, warum hörst du so? Wieso? Wieso? Nein, ich möchte Nelly Furtado jetzt nicht hören, danke. Ja, bitte, ruf irgendjemanden. Nein, nicht beleidigen. Oh, scheiße. Mach dir erstmal was zu futtern hier. Frühstück essen und Waffeln. Ja, du brauchst Freunde. Es bringt anscheinend auch was, mit Möbel zu sprechen, so wie es aussieht. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, das ist mir noch nie passiert, dass meine Sims irgendwie so einsam waren, dass sie angefangen haben, mit Möbel zu sprechen. Okay, was tue ich? Ich rede gerade mit dem Mikrofon und mit dem Bildschirm und mit meinem PC und. Oh Gott, ich brauche Freunde. Ich brauche Freunde, oh Gott, ist das traurig. Den ganzen Mods natürlich musste ich dann wieder alle runterladen und wieder draufpacken und das war auch nicht gerade einfach. Aber wirklich, ich bin richtig, wirklich, richtig, richtig stolz auf mich, dass ich das hingekriegt habe. Nur haben wir das Problem bei Pixelmon, da funktioniert das anscheinend nicht. Was ich sehr schade finde, okay, wir haben jetzt nicht so viel hingekriegt. Ich habe, bin, wir waren ja gerade, ich kann nicht reden. Nee. Wir haben ja gerade erstmal Diamanten gefunden und die werden wir auch so leicht wiederfinden, denke ich mal. Also es wird kein Problem sein, dass wir dann nochmal eine neue Staffel sozusagen starten mit dem gleichen Spieler im gleichen Jahr und so weiter und so fort. Und wir werden ja auch nicht alt da. Und Monster gibt es ja auch nicht, das ist das, sonst stimmen wir uns, ja. Falls ihr euch Pixelmon auch anguckt, wollt ihr, dass wir weiterhin Plinfa benutzen oder vielleicht auch einer der anderen Generationen Pokémon? Wahrscheinlich hätte sich irgendjemand am Anfang direkt hier im Volker-Pokémon ein Feuer-Pokémon geholt. Oh, scheiße, die Waffen sind ja nicht so wirklich gut geworden. Ja, du kannst halt noch nicht kochen, Horatio. Das kannst du noch nicht. Aber das ist ja nicht schlimm. Lernt man alles, oder sind die lecker? Na, so normal, okay. Waffeln essen. Wir haben ja hier so ein kleines, schönes Häuschen, ja doch. Also ich bin schon froh, dass wir das wieder haben. Ich finde es nur ziemlich dunkel hier drin. Aber wir müssen warten, bis wir uns endlich mal Geld holen können. Aber das ist ja gar nicht mal so schwer. Giveaways erhalten, Giveaways erhalten, Giveaways erhalten. Die kann man nämlich ganz einfach wieder verkaufen.
Dann gucken wir nach Jobs und Berufe. Ich möchte gerne. Haben wir noch keinen Job? Doch, wir haben schon einen Job. Aber einen kleinen Minijob, kann man den eigentlich machen, wenn man eine Traumkarriere hat? Das wäre die Frage, ob das funktioniert. Kann man ja probieren. Aber das lassen wir mal. Dann. Einmal bitte zum Festgelände. Na? Gut. Was haben wir gekriegt? Achso. Oh, Quest! Yay, wir haben eine Fahne gekriegt. Komm, die Fahne verkaufen wir direkt. Torpid. Bartnecke 200. Zahle, auch ungewöhnlich und die ist selten. Von wem haben wir denn die Blümchen gekriegt? Das verstehe ich jetzt nicht. Komm, verkaufe und verkaufe. So. Ich würde ja gerne wissen, von wem haben wir die Blumen? Ich meine, ist ja nicht schlecht, dass wir die haben, aber verwirrend ist es schon ein wenig. Meine Damen und Herren, bitte einsteigen. Die Bahn fährt in Kürze los. Ach ja. Jawohl, jetzt werden wir auch noch überfahren. Richtig, so muss das sein. So. Na ja, wie gesagt, ein bisschen lenken tut's durch das Aufnahme. Durch die Aufnahme und auch, weil das halt so eine große Map ist. Aber wir kennen's ja schlimmer. Nee, du spielst jetzt keinen Sport. Du wirst jetzt dich einmal bitte für Trinkgeld auftreten, dass wir ein bisschen mehr Geld kriegen, dass wir uns eine schöne Lampe kaufen können. Und ein paar starke Sachen, ja. So. Umgezogen. Und los geht's mit Oogie Oogie. Nein, Wabamuzi Grab. Ja, gut. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen weiter weg. Weil es doch A-Cloud war. Es ist mittags. Aber da ist jemand. Können wir mit dir reden? Wirst du unser Freund? Freundschaftlich begrüßen. Auf zu singen und mach dir Freunde. Feuerwerkskörper anzünden. Nein. Hör auf zu singen. Stop it. Please. Danke. Muss ich schon wieder ins Mikrofon brüllen hier. Schönen guten Tag, Herr Derek. Hallo, Derek. Ich bin der Horatio. Oh, stream. Kennenlernen? Was bist du? Ah, nee, nicht Hause. Nein. Da. Nach Karriere fragen. Und ich muss mal eben wieder, weil die Stimmen sind mir relativ laut noch. Aber so. Ist gut. Ja, ist besser. Komm, lustige Geschichte erzählen und dann nochmal nach Karriere fragen, oder hast du, nee, hast du ja schon. Noch Schulhymne fragen und plaudern und. Von Musik schwärmen. Was ist er denn? Pizzabote, ja, habe ich mir gedacht, so wie er aussieht. Zuna, Kashlu, Luna. Ist das nicht lustig? Nun geh nicht weg! Werd unser Freund, bleib doch hier! Musst du jetzt aufs Klo oder wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Musst du Pizza ausliefern oder wo gehst du hin? Ach, schade. Ups. Klick doch mal richtig hier. So. Haben wir sonst noch irgendwie Leute hier, mit denen wir quaddern können? Da ist jemand auf dem Parkett. Wer bist du denn?
Ich würde... Ja, leg den doch lang. Ach komm. Warum kannst du... Warum geht... Achso, du gehst ja schon extra hin. Schon alleine. Gut. Na, das sieht jetzt auch sehr komisch aus, weil die Rollen noch nicht drunter sind. Das sieht aus, ey. Komm, willst du nicht mit ihr zusammen ein bisschen hier, begrüß sie doch mal. Vielleicht auf dem Parkett geht das nicht. Nein, dafür musst du dann wieder runter. Oder? Ja, komm. Nicht umfallen, das ist nicht gut. Jetzt habe ich gar nicht auf ihren Namen geachtet. Wie heißt sie denn? Oh, ein Rasensprenger. Kann man den anmachen? Einschalten. Auf, dass wir nass werden. Jawohl. Geh mal da aus dem Dingens besser raus. Bevor du sie begrüßt. Damit du dir nicht noch eine Erkältung holst. Boah, der Leck. Wo ist sie? Ich höre sie doch. Da ist sie. Bleib hier. Moni, bleib hier. Moni! Juba! Moni, ich kenn dich nicht! Komm hier! Guten Tag, Moni! Ich bin der Horatio. Doch, wir kennen uns doch schon ein bisschen. Mama, Shaka. Shaka! Ja. Nach Schulhymne fragen? Nach Karriere fragen? Kennenlernen? Plaudern. Mini Bolli Tanu. Samin. Von Musik schwärmen. Sobidan Chibaru. Horatio hat erfahren, dass Moni seine Schulhymne kennt. Sie haben beide in der Einrichtung elitäre Gemeindeschule gelernt. Ich kann schon wieder nicht reden. Horatio hat folgendes Merkmal in Erfahrung gebracht. Moni ist ehrgeizig und sie ist arbeitslos. Ja, willkommen im Club. Was? Nein. Ja, ich mag so die mit Steckern also rumwerfen, ne? Diese Dirigenten. Ja, die sind im Theater. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Die Unterhaltung habe ich doch schon mal geführt. Ja, anscheinend redest du mit jedem dasselbe. Apropos Theater und Dirigenten, ne? Ich mag Musik und so. Ja, das mit dem Theater, das ist ja so eine Sache, dass die sind irgendwie alle ein bisschen dumm. Ja, aber mit den Notenblättern, da könnt ihr ja schlecht dumm sein, wenn die... Ich meine, kannst du die Noten lesen? Ja. Und ich mag Dirigenten eigentlich auch. Na, ich nicht. Ja. Gut. Wieder die lustigste Unterhaltung geführt ever. Nochmal eine lustige Geschichte erzählt. Weißt du was? Filme und Notenblätter, ne? Die haben was gemeinsam. Und weißt du auch was? Keine Ahnung. Also, so Fische, ne? Also wird aus Fischen gemacht oder so. Weißt du? Ich lache jetzt einfach nur aus Höflichkeit. Tschüss. Ja. So. Oh, da ist ein Simogramm. Bitte den Job erledigen. Und dann muss er aufs Klo. Ist aber schlecht, dass du aufs Klo musst. Hier ist keine Toilette in der Nähe. Glaube ich. Meine Damen und Herren, bitte wieder einsteigen. Die Bahn fährt in Kürze ab. Wusch? Macht es wusch? Ja, es macht wusch. So, so. Warum stehen wir jetzt mitten auf der Straße? Ach, damit wir in ein Taxi einsteigen können, alles klar. Wir stehen mitten auf der Straße, um in ein Taxi einzusteigen. Mhm. Mach ich auch. Ich stelle mich auch mitten auf die Straße und warte, dass ein Taxi kommt. Sieht immer sehr lustig aus, habe ich gehört. Ja. So, so, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wo ist denn der nette Herr hin und warum steht hier ein... Das ist ja auch mal nicht schlecht. Ach, Mensch, 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 Mensch. Wo ist denn bitte das Singogramm hin?
Das Singogramm hat sich in Luft aufgelöst. Na gut, dann soll es meinetwegen so sein. Hat sich's halt in Luft aufgelöst. Mir doch egal. Was können wir denn in der Stadt jetzt nochmal machen? Ach, dann muss er sowieso aufs Klo. Dann geh erstmal nach Hause. Wir gucken erstmal hier. Da sind Auftritte. Das ist schon mal interessant zu wissen. Wir sind immer noch Level 1, ne? Ja. Ja, ich würde nämlich gerne mal, sofern die Möglichkeit besteht, Café Rose, nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Hier wollte ich hin. In den Brickpool Club. Den können wir danach mal besuchen. Sofern du zu Hause warst, dann müssen wir sowieso erstmal. Na komm. Machen wir wieder ein bisschen flotter hier. Ich hab ein Haar auf der Nase. Benutzen. Und dann. Du kannst ja, glaube ich, da im Club kannst ja sowieso was essen, ne? Dann wuschst du da auch einmal hin. Komm, pinkel ein bisschen schneller hier. So. Das hat sich auch nicht gerade gut angehört, aber naja, solange sie nicht kaputt geht, wir kennen ja den allgemeinen Ton. Nö, 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 nö. Oder so, wie auch immer. Und wieder, ach der Scher wieder. Ja, steig ein, damit wir losfahren können. Das war aber gehörig laut jetzt gerade. So, waggeldi, 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 waggeldi. Das sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Ist aber schön hier. Ja, ein bisschen außen, sofern wir wieder Geld haben. Ein bisschen Außendekoration wäre auch nicht schlecht. Oh. I like. So, da ist wahrscheinlich, ja, dann nehmen wir halt den Fahrstuhl hier. Können wir nicht, weil du befindest dich auf dieser Seite. Ach so. Ach, das geht nach. Geht das nach unten oder nach oben? Ist das ein Kellerkneipe oder was ist das? Ah, Fahrstuhlmusik, eine der schönsten Musikrichtungen auf dieser ganzen Welt. Nein. So. So. Jetzt sind wir draußen. Cool. Toll. Außenparty hier, oder was? Was denn jetzt? Achso, ich dachte, das wäre irgendwas. Wir hätten mal gern was zu essen. So. Ne, Sushi ist so scheiße teuer. Ach komm, ein Herbstsalat tut's auch. Ernähren wir uns wieder mal gesund. Mit ein bisschen Salat. Wenn er nichts schmeckt. Habt ihr schon mal Salat ohne Dressing gegessen? Ich finde, das schmeckt nach nix. So Salat wirklich ohne Dressing, ohne alles. Also wirklich nur diese Blätter. Finde ich wirklich, schmeckt nach nix. Ich brauch Dressing dazu. Und auch Käse und Schinken. Und wenn möglich auch Croutons. Und ja, okay, Maiskörner müssen nicht dabei sein. Das esse ich nicht so gerne. So, guten Hunger, Horatio. Gehst du jetzt damit ernsthaft in die erste Etage, damit du sie da im Stehen essen kannst? Das möchte ich jetzt gerne wissen. Ob er das jetzt echt macht. Ja, natürlich macht er das. Ich überlege, ob ich die Promi-Sachen nicht einfach wieder einschalte. Wenn wir jetzt hier so einen Club haben mit Absperrseil da. Was soll denn da? Horatio, du sollst essen.
Ach meine Güte, friss doch endlich das, damit du nicht verhungerst. Also ab und zu, ne? Ja, du kommst nicht in den Club. Ja, dann setz dich da halt auf den noch nicht fertig geladenen... auf die fertig geladene Couch da. Was mich wundert, warum er das noch nicht fertig geladen hat. Oder sieht die einfach so aus? Können wir vielleicht doch rein? Hast du jetzt Feierabend, oder was? Ist jetzt 23 Uhr, du hast noch nicht Feierabend. Aber der Horatio muss Feierabend machen, der ist schon wieder müde. Lass stehen. Stell dich einfach irgendwo hin. Interessiert dich nicht, ist nicht dein Club. So, auf jetzt nach Hause. Rum, 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 rum. Hör auf zu laggen. Das liegt wirklich im Aufnahmeprogramm. Ich sehe auch, die Frapstyle hängt bei 4, 5, 6, 7, 8 rum. 3. Meine Güte. So, gute Nacht. Okay, dann gehst du jetzt nochmal schnell duschen. Und dann legst du dich wieder ins Bett. Nee, nicht machen. Schlafen. Oh, die Sache stinkt da hinten. Melama? Ja. Oh, den müssen wir mal leeren, ne? Ja. So, wenn er fertig geduscht hat und sich ins Bett gelegt, beenden wir diese Folge wieder. Machen eine kleine Aufnahmepause. Wie gesagt, bei Facebook könnt ihr dann... Danke, Horatio, dass ich zu Ende reden darf. Also, bei Facebook könnt ihr dann hinschreiben, welches Spiel ihr gerne sehen möchtet. Das, wie gesagt, Portal 2 wird sowieso ein Let's Play Together. Aber man kann ja auch die normale Story alleine machen. Das ist ja kein Thema. Schreibt einfach mal hin, was ihr machen, was ihr gerne sehen möchtet. Also sprich Portal 2, L.A. Noir oder auch Assassin's Creed 3 oder Black Flag. Wie auch immer, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.